Yeah.
Wie immer extrem spannend hier bei der Saarlandliga. Fredo wieder vorbei am Kringo und Marpol ist dran. Wieder Führungswechsel. Kringo vorbei am Fredo. Jetzt Fredo Platz 2. Leute, es ist wieder soweit. Die Sim Racing Saar lädt ein. Die Sim Racing Saar, die GTR SM lädt ein zum vierten Rennen der Saison 7. Heute auf Brands Hatch, heute in London, heute in England. Viertes Rennen, damit ja, ist Halbzeit. Und wir dürfen uns auf ein ganz, ganz spannendes Rennen heute hier natürlich wieder bei der Saarlandliga freuen. Also, die Rennen sind immer spannend, die sind immer extrem spannend. Heute, ja, heute wird es auch spannend, weil ich habe heute die Lissi nicht dabei. Das heißt, da fehlt mir jemand, der so ein bisschen immer den Überblick hat, ja, welcher Fahrer hat schon welche Reifen drauf gehabt, wer muss noch eventuell auf Hard, wer muss noch Mittel fahren. Ja, das wird mir heute alles, ja, doch ziemlich fehlen leider. Aber ich werde versuchen, das Ganze so gut wie möglich über die Bühne zu bekommen und im Prinzip, das Rennen wird, gehe ich ganz stark davon aus, trotzdem auf jeden Fall extrem spannend. Yo, was wollte ich sagen? Ja, genau, Brands Hatch, London, spannende Strecke, hat so ein paar Ecken und Kanten, ja, wo man auch gern mal die Strecke verlässt, dann ins Grün kommt, ins Kies kommt und ja, damit sich eventuell auch das Rennen ein bisschen kaputt macht. Aber wir dürfen heute gespannt sein, wie viel die Fahrer zumindest auch hier gerade in der Lobby 1 trainiert haben. Brands Hatch selbst, 3,9 Kilometer lang, 9 Kurven, vielleicht gehe ich nachher noch auf die eine oder andere Kurve ein. Auf jeden Fall im Qualifying bringe ich euch natürlich wieder die Strecke im Speed, im Renntempo bei irgendeinem Fahrer natürlich auch nochmal ein bisschen näher. Höhenunterschied, ja, der ist vernachlässigbar, sind gerade mal 32 Meter, das ist nicht viel, aber es geht trotzdem an der einen oder anderen Stelle dann doch ein bisschen steiler hoch und nicht nur langsam. Aber wir dürfen gespannt sein. Brands Hatch, freue ich mich riesig drauf. Wäre ich auch gerne mal endlich wieder bei uns in der Saison bei der Afterwork Racing League gefahren. Mal sehen, was eventuell für die nächste Saison da der Zufallsgenerator dann ausspucken wird. Ja, Sim Racing Saar, viertes Rennen. Wir gucken uns natürlich direkt einmal die Tabelle an. Den momentanen Stand hier in der Liga. Ich muss das direkt mal hier, wir gucken uns natürlich erstmal an, Moment. Das Ergebnis, und zwar Lobby 1. So, da muss ich hier hingehen. Lobby 1 haben wir jetzt hier im Bild. Hat gewonnen vor 3 Wochen im Rennen 3 der Dackel vor dem Kringo. Don Meinardo wurde Dritter, Marpol, der Lobbyhost, wurde Vierter, Frank Fünfter, Fredo Sechster, Omikron Platz 7, Razer Achter, Gilkiff, Marco, Niki Turo, dann Rami Turo, Plattfuß und Philippel. Ja, so war der Endstart letzte Woche im Rennen 3 bei der Saarlandliga und jetzt gucken wir uns direkt einfach mal den Gesamtamt, die Gesamtwertung, die Tabelle an. So, da muss ich ein bisschen hochscrollen, ein bisschen umschalten. Sorry, Leute. Ja. Und natürlich zurecht drücken. Stimmt nicht ganz. Also, Niki Turo ist nicht im Moment auf Platz 1. Niki Turo wird hier auf Platz 1 geführt, weil er schon die Absage für das heutige Rennen eingetragen bekommen hat und damit ja schon mal Punkte bekommt, zwar abzüglich Strafpunkte, aber beim Niki Turo müsste er grob, glaube ich, Pi mal Daumen 60 Punkte im Moment abziehen, würde bedeuten, er würde auf Platz 15 landen. Don Meinardo führt dann weiterhin die Gesamttabelle an mit 292 Punkten vor dem Dackel mit 280 Punkten. Dann haben wir den Frank
Dann Marpol auf Platz 5. Ja, da ist es doch ein bisschen eng. Gerade mal zwischen Frank und dem Marpol. Auch ganz dicht dran ist der Kringo. Plattfuß Platz 7. Der muss ein bisschen sein Augenmerk richten auf Gilkiff. Denn Gilkiff ist gerade mal 2 Punkte hinter Plattfuß. Und auf Fredo und Marco und auch noch Omikron. Ja, es geht als weiter. Frontots auch noch absolut in Schlagdistanz. Also da ist es ganz, ganz eng. Also wenn wir jetzt mal gucken, so von Platz 7 bis runter, ich würde jetzt mal sagen Platz 14 bis zum Racer, ist es doch arg eng. Da kann viel passieren heute nach dem Rennen. Da kann dann doch die Tabelle nochmal um einiges durcheinander gewürfelt werden. Ansonsten haben wir noch Kwaska, Infight Elvis. Aber Infight Elvis, ihr seht, Platz 16 wird in oder beziehungsweise ist dann schon in Lobby 2 gestartet. Aber ich muss gerade mal gucken. Moment. Es gibt auch schon Absagen für heute. Und zwar wahrscheinlich wird der momentan Führende, also wie gesagt, nochmal, Niki Turo zählt nicht, der momentan Führende Don Maynardo nicht teilnehmen können. Mal gucken, ob er es doch noch schafft. Das gleiche gilt für den, jetzt muss ich gerade mal gucken, wo steht er, wo auf welchem Platz steht er, für den Omikron auf Platz 11, eventuell nicht dabei. Und auch Niki Turo, sollte er es schaffen, kann er noch mitfahren, dann kann er sich noch reelle Punkte erfahren. Ansonsten hat er hier schon 293 Punkte, weil er die Absage schon eingetragen bekommen hat in der Tabelle. Und deswegen er jetzt im Moment mit 293 Punkten geführt wird, statt mit ja, 60 Punkten weniger. Das wird dann ganz, ganz sicherlich auch hier die Landkreiswertung im Moment ein bisschen, ja, wahrscheinlich nicht ganz stimmen. Auf jeden Fall Merzig war dann vorne vor Sandwendel. Neunkirchen. Oh, Neunkirchen. Hoffentlich liegt das nicht an den Absagen, die schon eingetragen worden sind. Auf jeden Fall Neunkirchen auf Platz 3 hoch. Das freut mich natürlich. Ich selbst bin ja aus Neunkirchen. Also da darf ich ruhig ein bisschen ja, Euphorie natürlich für den Landkreis Neunkirchen zeigen. Das ja, soll mir mal gegönnt sein, sage ich mal. Und vielen, vielen Dank an Sodi Gutia für den Follower. Saar Pfalz Vierter, Saar Louis Platz 5 und Saarbrücken im Moment auf dem Abschlussplatz, auf dem 6. Platz mit 149 Punkten im Schnitt. Aber Saarbrücken hat die meisten Fahrer am Start. Das ist ja immerhin auch was. 17 Stück an der Zahl, gefolgt von Sandwendel. Die haben 14 Fahrer mit am Start hier bei der Saarlandliga. Jo, ich würde sagen, ich bin schon in der Lobby drin. Wir haben 18.38 Uhr, um 18.45 Uhr wird das Qualifying gestartet. Ich würde einfach mal sagen, wir gehen mal direkt in die Lobby rein, gucken ein bisschen mal schon beim Warm-up zu und gucken mal, ob eventuell Niki Turo, Don Maynardo und auch Omikron es doch geschafft haben, heute mit dabei zu sein, heute im Rennen. Hier Rennen 4 bei der Saarlandliga und zwar in der Saison 7 auf Brands Hatch in England, in London. Und ich schalte direkt mal rüber hier in die Lobby rein. Bis dann. So, gucken wir mal. Ja. Ich muss hier ein bisschen auf meinen Fenstern noch ein bisschen was sortieren. Also, gucken wir doch mal. Jetzt sehe ich das Ganze auch ein bisschen besser. Kringo ist da. Plattfuß ist da. Gilkiff ist da. Frank, Ramituro, Dackel, Omikron. Okay, hat's geschafft. Ist doch heute mit am Start. Also keine Absage. Marpol, Marco, Frontots, Razor, Fredo. Jo, das war's bisher, da fehlt noch 13, 14, 15, ne, 13 und 14. Ja, das wäre dann Niki Turo und Don Maynardo. Ja, blöd für Don Maynardo, als Tabellenführender jetzt ein Rennen absagen zu müssen. Er kriegt dafür Punkte, er kriegt Punkte vom Letztplatzierten in Lobby 1. Abzüglich 10 Strafpunkte. Trotzdem macht ihm das natürlich das Leben unheimlich schwer, wenn es darum geht, hier in Saison 7
wieder am Ende die Krone aufgesetzt zu bekommen, Platz 1 zu holen, den Gesamtsieg zu holen. Werden wir gucken, wie sich das Ganze entwickelt, ob er das Ganze dann nochmal aufholen kann. So, gehen wir doch mal direkt ins, auf die Strecke natürlich. Gucken mal, wer hier schon unterwegs ist. Hier haben wir den Fredo im Porsche. Ja, ich glaube, das mit den Kurven kriege ich so nicht hin. Mit den Kurvennamen, egal. Hier, Fredo im Porsche. Schon hier am Warmfahren. Hier haben wir den Frank. Dann Rami Turo vom Team MST. Gringo. Natürlich auch wieder im Porsche. Natürlich auch wie immer. Jetzt machen wir natürlich wieder ein bisschen Schleichwerbung mit der Maggi-Lackierung. Ganz, ganz typisch natürlich für Saarland. Und deswegen ist es auch mal völlig in Ordnung, dass hier einer mit Maggi auf dem Auto unterwegs ist. Plattfuß vom Team Triple X. Dann haben wir Gilkiff. Frontots. Alle nutzen sie natürlich jetzt noch hier. Die letzten Minuten, 3 Minuten haben wir noch bis zum Start der Qualifikation. Qualifikation ja hier bei der Saarlandliga. 10 Minuten. Omikron wird hier verfolgt vom Dackel. Schön, dass er es auf jeden Fall doch noch geschafft hat, heute hier dabei zu sein. Und hier haben wir Marco. Momentan der führende Dackel mit einer 1,22,722. Also ich bin mal gespannt, was wir später dann hier in der Qualifikation sehen werden. Wie gut diese Zeit ist, werden wir dann sehen. Ich kann euch das leider nicht sagen. Bin selbst die Strecke nicht gefahren. Insofern, ja. Und da seht ihr es, das erste Mal abseits der Strecke unterwegs. Kurve nicht erwischt, ab ins Kiesbett. Aber die Auslaufzonen sind hier auf der Strecke hier in Brands Hatch doch relativ, doch sehr, sehr lang. Und das war die Horton Bend Kurve. Aber es gibt noch ein paar mehr Kurven. Gehen wir nachher nochmal drauf ein, wenn wir während der Qualifikation mit einem Fahrer mal hier eine Runde auf der Strecke drehen. Und dann werde ich euch einfach mal diese Knackpunkte hier auf der Strecke ein bisschen näher bringen. Zwei Minuten noch. Ja, die Zeit vom Dackel hält Bestand. Aber der Dackel muss ja heute auch abliefern. Jetzt mal hier Purple Zeit von Marpol. Ja, Dackel muss heute hier abliefern. Dackel ist ja auf Platz 2 in der Gesamttabelle hinter Don Mainardo. 12 Punkte. 12 Punkte ist eigentlich viel. Aber wir erinnern uns, Don Mainardo hat heute abgesagt. Es gibt noch ein Streichergebnis auch bei der Saarlandliga. Das kann ihn vielleicht dann am Rennen retten, wenn dieses Rennen, welches er jetzt hier absagen muss, die 10 Punkte, die 10 Strafpunkte nimmt er trotzdem mit. Das ist so im Reglement festgeschrieben. Aber kann ihn vielleicht retten. Wie gesagt, wir reden im Moment hier von 12 Punkten Abstand. Dackel, Zweitplatzierter zu dem Erstplatzierten, zu Don Mainardo. Aber auch ihn müssen wir natürlich im Auge behalten. Hier den Frank. Momentan auf Platz 3 mit 270 Punkten in der Tabelle. Jo, lässt natürlich schon ausrollen. Wir haben 18.45 Uhr. Ja, die fängt sehr früh an. Ist für mich ein bisschen ungewohnt. Deswegen verzeiht mir das eben mit dem 20.15 Uhr oder 45. Ja, 18.45
18.45 Uhr haben wir jetzt. Alle sind jetzt natürlich gespannt, denn jetzt wartet jeder hier auf Marpol, auf den Lobbyhorst, dass er das Knöpfchen drückt, dass es losgeht. Jetzt Rennen 4, Saison 7 bei der GTR SM, bei der Saarlandliga. Jo, ihr seht, ein paar sind noch am Fahren, aber hier steht Frank vom Infight-Team. Mal richtig schönes Bild und ich würde mal sagen, das lassen wir auch einfach jetzt mal so. Hat er schön gemacht, super Stelle ausgesucht und bringt damit sein Team mal so richtig fett hier zur Geltung. Teamchef Infight Elvis, jo, der ist in Lobby 2 unterwegs gewesen. Also muss heute hier natürlich dann Frank ran und ich gehe ganz, ganz stark davon aus, dass Infight Elvis das Ganze im Stream verfolgen wird. Jo, wir überziehen ein bisschen. Beziehungsweise Marpol überzieht ein wenig. Gucken wir noch mal ein bisschen durch. Wen haben wir hier? Ramitur, yo, es geht los. Qualifikation. Brands Hatch. Rennen 4 bei der Saarlandliga. Und Blattfuß hat Disconnect. Das ist bitter. Da bin ich jetzt auch mal gespannt, was passieren wird. Ob sie am Ende der Qualifikation dann sagen, okay, wir starten die Lobby neu, beziehungsweise wir holen Blattfuß noch rein und arbeiten dann mit manueller Startaufstellung. Abbruch, nein, Marpol schreibt schon Abbruch, sofortiger Abbruch. Ich denke mal, die einzig richtige Entscheidung, wenn jemand so früh direkt am Anfang zu Beginn der Qualifikation rausfliegt und auch Omikron ist erstmal raus. Jetzt bin ich gespannt, ob einfach, ja, der Host hat das Spiel beendet. Das bedeutet, die Lobby wird neu gestartet. Das macht natürlich auch Sinn. Ja, den Trailer wollte ich eigentlich nicht einspielen. Wobei das natürlich ein ganz, ganz toller Trailer ist. Muss ich einfach mal so sagen. jetzt müssen wir natürlich gucken. Marpol wird jetzt die Lobby neu starten. Und dann hoffen wir natürlich, dass alle, ich sag mal, direkt beitreten können. Setup wie bei der Afterwork Racing League müssen sie zum Glück nicht nochmal einstellen. Sondern dann kann Marpol einfach wahrscheinlich schreiben, hier in 3 Minuten oder was weiß ich, geht's los. Und dann beginnt das ganze Prozedere auf ein neues. Und wir drücken einfach die Daumen, dass dann alles klappt und es keine Disconnects hier heute mehr geben wird. Dauert natürlich einen Moment. Ich muss immer mal ein bisschen rüberlunzen. So, die Lobby ist da. Ja, und das Beitreten, das ist schon mal gut. Also ich kann beitreten, das klappt schon mal. Sieht alles gut aus, das heißt, gleich geht's los. Start die zweite, klappe die zweite. Ja, die Lobby lädt, ich halte direkt wieder rüber und freuen wir uns auf ein spannendes Rennen. Beziehungsweise natürlich erstmal auf eine spannende Qualifikation. Dauert natürlich jetzt hier ein bisschen Moment, bis jeder beigetreten ist. Die Liste füllt sich. So, 13 von 16 sind dabei. Muss gerade mal ein bisschen gucken. Ja, das heißt, es würde im Endeffekt nur ein Fahrer fehlen und das wäre nur Don Maynardo. Dann sollte Niki Turo es doch geschafft haben. Oder hat sich irgendein anderer Fahrer hier verirrt? Oder es kann natürlich auch sein, dass ich mich jetzt hier komplett verrechne. Egal. Alle drin? Blattfuß entschuldigt sich noch, aber
kann er nichts für. Qualifikation direkt gestartet. Ihr seht, die Sekunden. Ja, die Sekunden zählen runter. Und Qualifikation, zweiter Versuch. Ab geht's. Ich gehe natürlich sofort direkt wieder hier rein. Renninformation, alles anzeigen. Wir sind auf Marpol drauf. Marpol, der Lobbyhorst, natürlich als verlässt natürlich als erster die Boxengasse und geht jetzt hier auf die Strecke, auf die Outlap bzw. auf die Boxenrunde, bevor es dann losgeht, die Zeitenjagd für das Rennen, um die bestmögliche Startposition hier zu haben. Auf Brands Hatch ist auch ein ganz, ganz kurzer Startgerade und geht dann direkt scharf rechts runter, dann leicht den Berg hoch in die Haarnadel rein. Also das wird spannend, wie sich da die Fahrer dann schlagen werden. Hinter ihm Frontots unterwegs. Bisschen mit Abstand, dann haben wir schon gesehen, der Frank als Dritter. Hier haben wir den Dackel, den momentan Zweitplatzierten in der Gesamttabelle im Bild. Dann Gilkiff. Aber das Feld nähert sich jetzt schon so langsam. Ja, Marpol, letzte Kurve. Jetzt geht's auf die Startzielgerade. Und wir bleiben einfach mal bei ihm im Auto drin. Hier die Startzielgerade. Weit links jetzt natürlich rüber anbremsen. Weit gezogene Rechtskurve. Die ist schon ganz, ganz gefährlich. Wer hier ein bisschen zu weit rauskommt, hängt im Kies fest. Jetzt die besagte Haarnadelkurve. Eng rum. Früh raus beschleunigen. Ganz links raus über diese Randsteine, über diese Rasensteine. Linkskurve, 90-Grad-Turn, beschleunigen, auch hier ganz weit raus, Streckenbreite nutzen. Die Kurve ist jetzt ein bisschen tricky anzubremsen. Hier muss man schön nach innen kommen, es geht leicht berghoch, verliert man so ein bisschen den Grip hinten. Bisschen Wheelspin und jetzt geht es hier auf diese lange Gerade, bergab, Vollgasstück. Auch hier diese Kurve. Leicht anbremsen, vierte Gang, schätze ich mal grob, raus beschleunigen. Jetzt kommen zwei tricky Kurven. Auch hier ist man schnell draußen, eigentlich hier wesentlich mehr cutten, das Kurveninnere. Und jetzt der nächste Knackpunkt, auch hier ist man gern draußen, hier cuttet er schön. Und ihr seht, da gibt es keine Auslaufzone, da gibt es keine Curbs. Wer da ins Gras kommt, jo, der ist draußen, der beißt ins Gras, das wollte ich schon sagen. Der ist draußen und muss erstmal wieder auf die Strecke zurückfinden. Hier schwierig, die Strecke senkt sich ganz, ganz schnell ab. Also hier muss man den richtigen Punkt finden, wo man aufs Gas geht. Und schon hat man die Runde hinter sich, die erste Runde hinter sich. Und wir sehen eine 1,23,525 vom Marpol jetzt hier auf die Strecke gelegt. Zweiter im Moment, Dackel, 4 Zehntel Abstand. Wir haben ja vorhin gesehen, da haben wir doch 22er Zeiten gesehen, wenn ich mich noch richtig dran erinnere. Grob 2 Zehntel dahinter, Frank S., dann Gilkiff im Moment auf Platz 5. Fredo schiebt sich nach vorne, schiebt sich zwischen Marpol und Dackel auf Platz 2. Mit einer 1,23,751. Platz 6 im Moment hier für BTR Marco. Platz 7 ganz klar gehabt dahinter. Der Razer Frontorts, ja, der kämpft wohl noch ein bisschen hier mit der Strecke. Auf Platz 8 auch Gringo, noch nicht im Flow. Platz 9 für ihn im Moment. Dann haben wir Ramituro, Omikron. Ja, der war wohl nochmal in der Box gewesen. Auf jeden Fall noch keine gezeitete Runde für ihn. Und das Gleiche gilt jetzt hier auch für Plattfuß. Marpol, keine Verbesserung. Jetzt holt sich Frank S. Stand jetzt im Moment zumindest die Pole Position. Schnellste Zeit 1,23,328 und schiebt sich damit natürlich fast 2 Zehntel vor Marpol. Aber Marpol auch irgendwelche Probleme gehabt in der zweiten Runde.
Was macht Gilkev? Aber wir seht, Frank schon wieder Purple unterwegs. Bleiben wir noch mal kurz drauf. Warten auf die nächste Zwischenzeit. Hier. Weiter Purple. Also, der tut sich an, seine Zeit hier im Moment zu verbessern. Was macht Marpol? Jetzt hier rechts oben, kurz vor der Linkskurve, die nächste Zwischenzeitmarke. Auch er Purple unterwegs. Also, wir werden natürlich jetzt die Zeiten noch ein bisschen purzeln sehen. In den kommenden Runden, beziehungsweise, obwohl wir haben nur noch 4,5 Minuten hier auf der Uhr. Das heißt, jetzt muss für die Fahrer so langsam natürlich alles passen, um hier ganz, ganz vorne zu stehen, dann nachher in der Startaufstellung. Und Marpol holt sich mit einer 1,23,160 jetzt erstmal Platz 1 hier im Qualifying vor dem Frank. Aber gucken wir doch mal ins hintere Feld. Was macht Omikron? Nee, jetzt sind wir auf Racer. 1,23,7. Marco. Rami Turo. Was macht Platzfuß? 1,59, 1,26. Ja, sieht so ein bisschen aus, als hätte er ein bisschen wenig trainiert hier für diese Strecke. Und wer Brands-Hatch weiß, auf die Strecke geht man nicht so einfach drauf ohne Training. Dafür gibt es viel zu viele Ecken, wo man dann doch ganz schnell von der Strecke unten ist. Und da muss jetzt doch Plattfuß sich was einfallen lassen. Jetzt immerhin eine 1,23,3, Platz 2. Für, jo, schöner Drift im Skis. Platz 2 für Plattfuß hinter Marpol jetzt und vor ihm, vor Frank S. Frank jetzt in der letzten Kurve auf Startziel jetzt hier raus beschleunigen. Mal sehen, was tut sich bei ihm. Eine 1,23,012. Damit Frank S. jetzt der momentan führende. Marpol an der Box. Marpol an der Box. Weiß ich nicht, das kann noch reichen. Wenn er jetzt noch schnell genug rauskommt, der Marpol, eine Boxenrunde hinlegt, kann es für ihn eventuell noch reichen, eine Runde, eine schnelle, gezeitete Runde hinzulegen und das mit frischen Reifen. Aber da muss natürlich jetzt alles passen. Jetzt, er hat die Zeit gesehen, die Frank hingelegt hat. Da bin ich mir natürlich ganz, ganz sicher. Aber ganz, ganz spannend und Fredo hat sich auch noch mal ein bisschen verbessert. Jetzt hier auf Platz 4. Aber sonst eigentlich relativ unüblich für die Saarlandliga. Die Abstände hier diesmal doch relativ groß. Also alles hier im Zehntelbereich. Und das ist für die Saarlandliga grundsätzlich ungewohnt. Aber ich denke mal, das ist auch der Strecke geschuldet. Und ich gehe auch davon aus, dass der... Oh, wow, 4/10 Purple für Frank S. Und er hat, jetzt muss ich gucken, doch hat noch ein bisschen vor sich. Nee. Jetzt dürfen wir gespannt sein. Er bringt die Zeit über die Uhr. Eine 1,22,587. Dackel zieht nach, aber es sind 3/10 Abstand. Dackel auf Platz 2. Jetzt sind wir gespannt. Jetzt sind wir gespannt hier auf Marpol. Marpol hat es nochmal versucht, ist jetzt in der Boxenrunde. Ja, jetzt zählt es für ihn. Alles oder nichts. Beziehungsweise Platz 1. Oder bleibt er auf dem dritten Platz, wenn hinten raus keiner mehr nachzieht. Eine Chance noch. Jetzt hier für Marpol. Das wird ihn fuchsen, aber halbe Sekunde Abstand, das ist schon für die Saarlandliga auf jeden Fall eine Welt. Hinter ihm Kringo unterwegs, auch er hat noch die Chance hier, vielleicht sogar jetzt hier auf der Geraden ein bisschen Windschatten mitzunehmen, dann natürlich vorsichtig in diese Kurvenkombination gehen, wo auch der Windschatten extrem störend sein kann. Und jetzt schiebt sich auch noch Plattfuß vor Marpol. Marpol
rutscht zurück auf Platz 4, Blattfuß auf Platz 3. Was macht Marpol? Aber ihr habt es gesehen, Zwischenzeiten wird nichts angezeigt. Das heißt, Purple ist er nicht unterwegs. Jetzt geht es darum. Oh, oh, oh. Das wird wohl nichts. Fast 4/10 rot zu seiner Bestzeit. Das hat er sich sicherlich auch mit dem Reifenwechsel ein bisschen anders vorgestellt. Platz 5, Fredo. Platz 6, Rami Turo. Ihr habt es gesehen, die Fahrer werden jetzt abgewunken mit der schwarz-weiß karierten Flagge. Das heißt, Qualifikation ist zu Ende. Die Fahrer dürfen jetzt die Runde noch zu Ende fahren. Aber da tut sich nicht mehr viel. Beziehungsweise gar nichts. Und vielen, vielen Dank an Gnad fürs Raiden und Hallo. Ja, Qualifikation ist rum. Bedeutet, ich muss mir gleich schon was zu trinken holen, ja? Werd schon langsam heiser, beziehungsweise bekomme einen trockenen Mund. Nachlaufzeit. Gehen wir nochmal hier ins hintere Feld. Natürlich lassen sie jetzt die Fahrzeuge hier ausrollen auf der Strecke. Frontots, Gilkiff. Hier kommt Razor im Giftgrünen. Da haben wir unseren Omikron. Auch mal im Bild. Ja. Das war die Qualifikation. Ich bin ganz kurz weg. Ich bin natürlich zum Rennstart wieder da. Und dann gehen wir natürlich auch nochmal das Starterfeld gleich durch. Ich gehe davon aus, dass der Marpol auch gleich schreibt, wann es losgeht. Wie gesagt, ihr verpasst nichts. Ich muss nur ganz schnell wohin. Und ja, 4 Minuten. Das heißt, um 6 nach. Ich bin gleich wieder da. Ich beeil mich. So, da bin ich wieder. Ja, Frank holt sich die Pole in der Qualifikation. 3/10 dahinter, Dackel, dann Plattfuß. Gut, die beiden sind dicht beieinander. Marpol schon eine halbe Sekunde hinter dem Frank, hinter dem Fahrer, der sich die Pole Position jetzt gleich hier im Rennen geholt hat. Gringo Platz 5, Platz 6 für den Fredo, Rami Turo 7. Razor startet auf Platz 8. Frontorts von der 9, Gilkiff 10. Omikron auf der 11 und Marco auf der 12. Ihr seht, unüblich für die Saarlandliga, die Abstände doch relativ weit auseinander. Das ist aber auch ganz, ganz sicherlich auch ganz, ganz sicherlich der Strecke geschuldet. Denn wer hier ans Limit geht oder beziehungsweise zu sehr ans Limit geht, der ist schneller von der Strecke runter, wie ihm lieb ist.
Und da kann ich mir schon vorstellen, dass die meisten da ein bisschen auf Sicherheit gefahren sind, um möglichst einigermaßen gute Zeit hinzulegen, aber nicht zu sehr ins Risiko zu gehen. Denn 10 Minuten Qualifikation ist dann schon eine kurze Zeit, um, wenn man da nochmal in die Box muss, nochmal eventuell mit Schaden den reparieren lassen müssen, dann hat man nur noch wenige Runden, um hier eine einigermaßen gute Zeit hinzulegen. Das wird sich auch ganz sicherlich, gehe ich davon aus, jetzt gleich hier im Rennen widerspiegeln. Hier sollte man konstant fahren. Man sollte zusehen, dass man nicht zu sehr ans Limit geht. Es gibt drei böse Ecken, wo es auch ganz schnell bös in die Hose geht. Und ja, das will man natürlich als Fahrer vermeiden. Und Marpol hat das Rennen eingeleitet. Wir springen natürlich sofort ganz schnell hier in den Zuschauermodus, zeigen alles an. Ich wechsle noch schnell hier meine Kameraperspektive, wie immer. Wir wollen ja gucken, wie kommen die Fahrer weg. Die Ampel springt gleich um. Geht die Rotlichter durch, wenn rot ausgeht, jo, dann geht's los, dann ist Start und der Start erfolgt jetzt. Jo, da war ich ja ganz genau, das hätte ich gerne mal im Rennen, auf jeden Fall, es geht los. Ja, ihr seht's hier, die erste Rechtskurve, vielleicht schon die ersten leichten Berührungen, da kommt doch schon einer sehr, sehr weit. Jetzt auf die Haarnadel zu, aber es sieht alles gut aus. Es kommen alle gut durch hier nach dem Start. Das übliche Gedränge natürlich, aber alle doch ganz, ganz zivilisiert. Und jetzt reiht sich das Feld ein und jetzt bildet sich die Perlenkette für, ich sag mal, mindestens mal die ersten drei Runden. Hier der Führende, Frank. Nutzen wir doch auch direkt die Gelegenheit, um zu gucken, auf welcher Strategie die Fahrer unterwegs sind. Mir fehlt jetzt der Block, um mir das Ganze aufzuschreiben. Frank startet auf Mittel. Plattfuß, Reifen hart. Das heißt, der wird wohl gleich in die Box gehen. Das erklärt auch natürlich jetzt den Abstand hier zum Frank. Aber er hält gut mit, der Plattfuß, muss man sagen, mit seinen harten Reifen. Marpol, oh. Wiederholung. Da haben wir wohl, glaube ich, gerade eben den ersten Abflug gehabt. Wir gucken uns das mal hier in der Wiederholung an. Fredo, ich schätze mal, das wird jetzt gleich diese Rechtskurve sein. Au, leichte Berührung mit Dackel. Und dann haben wir noch mit dabei wohl den Kringo. Trifft ihn aber ganz, ganz sicherlich keine Schuld. Das gucken wir uns jetzt nochmal an. Wir sehen, die ersten gehen in die Box. Werden wohl ihre harten Reifen abgelegt haben. Jetzt gucken wir uns das mal hier aus der Sicht von Gringo an. Hier, Fredo kommt leicht ins Grün, muss weit gehen, schiebt quer. Und ja, ganz, ganz blöd für Gringo. Denn damit hat sich Gringo einen Schaden eingefahren. Und das ist, denke ich mal, gerade ein Frontschaden hier auf der Strecke. Doch bitter, aber er ist mit Reifen Mittel unterwegs. Das heißt, er muss den Spint oder beziehungsweise er will wohl den Stint länger ziehen. Platz 4 weiterhin für ihn. Omikron mit, ja, Omikron mit Reifen Mittel auf Platz 5. Der war wohl auch schon in der Box. Das erklärt die, sicherlich diese 13 Sekunden Abstand von Platz 5. Frontots jetzt auf Mittel unterwegs. Marpol war auch in der Box, jetzt auf Reifen weich. Ja, das ist natürlich für ihn jetzt bitter. Vor ihm zwei Fahrer mit Reifen Mittel, das heißt mit der schlechteren Reifenmischung. Er auf Reifen weich. Und jetzt muss er natürlich erstmal gucken, hier auf diesem Kurs, hier auf Brands Hatch, auf diesem technisch doch anspruchsvollen Kurs, muss er jetzt erstmal gucken, wie er da vorbeikommt. Also jetzt hängt Marpol definitiv im Verkehr fest. Aber das werden wir natürlich im Auge behalten. Hinter Marpol haben wir Marco, jetzt mit Reifen Mittel unterwegs. Dann den Razor mit Reifen Mittel. Ja, alle wohl erstmal nach den harten Reifen auf die mittlere Mischung gegangen, bis auf Marpol. Rami Toro und hier haben wir Fredo, der ist mit Reifen weich unterwegs.
Gehen wir nach vorne. Blattfuß zieht seinen Stint länger. Auf den harten Reifen. Jetzt hinter ihm. Also erst eben überholt worden vom Dackel und jetzt ist Kringo hinter ihm. Kringo mit den Reifen mittel, aber auch immer natürlich mit seinem Frontschaden. Der wird ihn behindern, gerade in dem, im kurvigen Teil. Jetzt gucken wir uns hier nochmal das Überholmanöver an. Dackel beschleunigt schneller raus wie Blattfuß. Klar, hat die bessere Reifenmischung. Hier muss Blattfuß zurückziehen. Dackel auf der Innenlinie, auf der besseren Linie. Das war das Überholmanöver von Platz 3 auf Platz 2 vor vom Dackel und Blattfuß. Ja, der geht jetzt in die Box, schmeißt die harten Reifen runter und kommt zurück auf die Strecke. Wo reiht er sich ein? Er reiht sich ein auf Platz 6 mit mittleren Reifen und hinter ihm ist Omikron. Ja, spannende Stellen hier. Omikron gegen Blattfuß und davor Frontots gejagt vom Marpol. Marpol aber mit dem Reifen weich, aber er hat jetzt nur noch einen Fahrer vor sich, den er jetzt erstmal für sich zumindest klar machen muss, um da dem hinteren Feld, gerade auf dem Blattfuß, der jetzt mit Reifen mittel unterwegs ist, erstmal enteilen zu kommen. Aber Marpol hängt fest. Wo will man hier auf Brands Hatch überholen? Hier bleiben wir natürlich jetzt erstmal kurz drauf. Blattfuß ist vorbei, oder nee, ist immer noch vor Omikron. Gucken wir kurz gerade eins nach hinten, kann sich da auch ein wenig absetzen, aber hier ist es spannend. Jetzt auf die Startzielgerade, da muss normal Marpol versuchen, seinen Reifenvorteil auszunutzen, besser rausbeschleunigen, aber keine Chance. Ihr seht, keine Chance für Marpol hier vom besseren Material zu profitieren. Hier auch die Gerade hoch zur Haarnadel, zu kurz. Und Frontorts geht natürlich auf Kampflinie, geht natürlich direkt nach innen, damit sich Marpol erst gar nicht da reinbremsen kann. Nächste Gelegenheit wäre jetzt eventuell nach dieser Linkskurve jetzt berghoch. Da sind auch die gut besseren Reifen wichtig. Hier zeigt er sich kurz. Frontorts geht auf Kampflinie, Marpol den weiten Weg und Marpol müsste dadurch besser rausbeschleunigen können. Hängt jetzt dran. Aus dem Windschatten raus. Jetzt Marpol auf der Innenbahn, hier für diese Rechtskurve, Marpol auf der besseren Linie, da muss Frontorts vorbeiziehen. Marpol hat es, zumindest aus seiner Sicht, endlich geschafft, am Frontorts vorbeizukommen und jetzt muss er sich absetzen. Jetzt muss er sich absetzen, nicht nur vom Frontorts, sondern natürlich auch vom Blattfuß, der ja auch in der Liga Kontrahent ist, dicht bei ihm steht. Jetzt muss Marpol das Weite suchen. Weiterhin vorne Frank, 4 Sekunden Vorsprung, aber bisher noch nicht so in den Flow gekommen wie in der Qualifikation. Schnellste Rennrunde stand jetzt vom Fredo eine 1:23,764, wobei ich natürlich davon ausgehe, dass Fredo die mit den Reifen weich hingelegt hat. Trotzdem Purple. Purple-Zeit nach dem ersten Sektor für den Frank. Wir bleiben noch mal ein bisschen drauf. Hier die schnelle Rechtskurve. Da wird kurz gelupft, dann wieder voll raus beschleunigt. Ihr seht keine Curbs dann dort am Rand. Also da muss alles passen. Jetzt kommt er auf die nächste Zwischenzeitmarke zugeeilt. Gleich hier vor der Linkskurve. Also, starke Zeit, wenn er das Ding durchzieht über die Startziellinie. Definitiv starke Zeit auf den mittleren Reifen hier für den Frank. Aber Dackel kommt ran. Nicht schnell, aber minimal. Es sind nur noch 3,8 Sekunden. Und auch Dackel fährt das gleiche Material im Moment wie der Frank auf den Felgen.
aber nutzen wir die Zeit. Hat sich das Ganze ein bisschen beruhigt. Dackel auf, Purple, Zeit unterwegs. Hat sich ein bisschen hier alles jetzt beruhigt. Wir gehen das Feld mal durch. Frank, Platz 1. Der Abstand schwindet ein wenig zum Dackel. Und Dackel jetzt hier auch mit der guten Zeit, mit der guten Sektorenzeit, zumindest im ersten Sektor unterwegs. Also da geht definitiv noch was. Da sollte dann noch definitiv noch was für den Fredo gehen. Kringo, Platz 3. Also hier hat sich das Feld dann doch jetzt mittlerweile ein bisschen auseinandergezogen. Kringo zieht seinen Stint auf den mittleren Reifen mit Frontschaden durch. Bisher soll es die richtige Strategie sein für ihn. Zumindest behält er im Moment Platz 3 und hat auch doch eine relativ deutliche Führung für Marpol, wobei natürlich Marpol schon an der Box war und Marpol jetzt endlich an Frontots, also endlich aus seiner Sicht natürlich, an Frontots vorbeigekommen ist und jetzt sein Materialvorteil ausspielen kann, ausspielen muss und direkt schon mal 2,8 Sekunden rausgefahren. Kringo geht jetzt in die Box, wirft die mittleren Reifen runter und wird natürlich definitiv auch sein Auto reparieren lassen. Aufgetankt wird auch noch. Er geht raus. Erstmal auf den harten Reifen. Kommt vor Razor raus. Aber wir wollten ja das Feld ein bisschen durchgehen. Ne, da bleiben wir mal dran. Hier. Kringo auf den harten Reifen aus der Box gekommen. Und da hat er Glück gehabt, beziehungsweise die anderen haben Pech, weil er, Kringo, wird jetzt hier das hintere Feld, also die ganzen Fahrer hinter ihm natürlich mit seinen harten Reifen ein wenig aufhalten. Ich bin mal gespannt, wie lange Kringo draußen bleiben wird oder ob er wirklich nur eine Runde auch mit den harten Reifen hinlegt. Hinter ihm Kringo, Omikron, dann Gilkiff, dann haben wir Razor und der Marco ist da auch noch mit im Bunde. Alle hinter Marpol. Da bin ich jetzt mal gespannt. Hier, Omikron. Omikron ist ja direkt hinter Marpol unterwegs. Er könnte schneller, aber ihr seht, es gibt hier keine Chance vorbeizufahren. Die einzige Stelle wird die sein auf dieser langen Gerade. Ja. Marpol hat noch den Warnblinker gesetzt, dass er jetzt in die Box geht, damit die hinteren Fahrer damit rechnen und ihm da nicht ins Heck fahren. Und mal gucken, ob wir das noch in der Wiederholung gleich reinkriegen. Gilkiff nutzt die Gelegenheit und zieht vorbei. Zieht vorbei am Omikron. Gucken wir uns das nochmal in der Wiederholung an. Hier haben wir jetzt Gilkiff. Omikron musste ein bisschen aufpassen, kam dadurch nicht so gut raus, konnte nicht so gut raus beschleunigen aus der Kurve. Musste aufpassen wegen Marpol. Und das hat Gilkiff jetzt ausgenutzt und ist vorbei. Gilkiff damit jetzt hier auf Platz 6 unterwegs, verfolgt von Omikron. Verfolgt von Omikron, Razor und, ich wollte gerade sagen Marco, aber da hat sich Fredo vorbeigeschoben. Ja, Plattfuß, Platz 4. Nachdem sich das Feld jetzt hier so ein bisschen durcheinander gewürfelt hat, Plattfuß, Platt 4 mit den weichen Reifen. Frontots wird sich jetzt gerade eben verabschieden vom 5. Platz, geht in die Box, wird auch Reifen wechseln. Das heißt, 5. jetzt Gilkiff. Wo ist Omikron? Ah, der war ja auf den harten Reifen unterwegs, der wird wohl auch gerade eben in die Box abgebogen sein. Also, Platz 5 für Gilkiff, aber jetzt schon mittlerweile 30 Sekunden Abstand zum Erstplatzierten, 9 Sekunden zum Vordermann. Also im Moment, das Feld doch ein bisschen auseinandergezogen. Hinter Gilkiff ist Razor unterwegs und da haben wir so ein kleines Doppelpack, Razor und Fredo.
Da werden wir auch gleich direkt nochmal hinspringen oder beziehungsweise nein. Wir warten jetzt einfach mal hier auf die Gerade, ob Fredo auch hier über den Windschatten heraus jetzt rausschert. Genau, jetzt rausschert. Jetzt hat er die bessere Linie auf diese Rechtskurve und muss natürlich innen bleiben. Und zieht vorbei am Razor. Da musste natürlich Razor zurückziehen. Fredo auf der besseren Linie. Damit Fredo jetzt auf Platz 6. Sorry. Razor Platz 7. Marco ist der momentan 8-Platzierte hier im Feld. Hat aber dann 11 Sekunden. Na, mittlerweile sogar 12 Sekunden. Vorsprung hier zu Ramituro. 20 Sekunden dahinter Frontos, der ja gerade eben in der Box war, hat sich jetzt Reifen weich geholt. Kringo Platz 11. Auch er die harten Reifen schon hinter sich. Und Omikron im Moment hier im Feld des Schlusslicht auf Platz 12 unterwegs. Aber mittlerweile hier Marpol auf Platz 3, jetzt am Dackel dran, Marpol mit der schnellsten Rennrunde, mit einer 1:23,123. Gut aufgeholt. Aber Dackel, ihr seht's, mit Reifen hart unterwegs. Bedeutet für Marpol, er hängt wieder fest. Marpol hängt wieder fest, aber hier kann er vorbeiziehen am Dackel. Zum Glück, denn jetzt geht es gleich hier rechts rum und derjenige, der jetzt gleich hier in die Box fährt, das wird der Dackel sein, gehe ich mal einfach davon aus. Da muss man schon extrem aufpassen, weil der relativ langsam fahren muss. Dackel geht in die Box, schmeißt jetzt seine harten Reifen runter und damit jetzt weiterhin Frank auf Platz 1 unterwegs. Sprit, aber ihr seht, geht langsam zu Ende. Der wird also wohl jetzt, schätze ich mal, nach dieser Runde in die Box gehen. Reifen hart, das heißt, die hat er dann auch hinter sich. Also er war nur kurz in der Box, harte Reifen drauf, raus, eine Runde. Jetzt gleich wieder in die Box rein. Neue Reifen und natürlich auftanken, weil sonst kommt er nicht mehr weit. Ist logisch. Klar, Marpol Platz 2, der wird dann erstmal über die Box am Frank vorbeiziehen, weil Marpol hat noch ein bisschen Sprit im Tank. Und seine Reifen, seine weichen Reifen, ja, die sehen auf jeden Fall auch noch gut aus. 16 Minuten haben wir erst hinter uns. Plattfuß, Platz 3. Gilkiff auf Platz 4. Und der kriegt eventuell, je nachdem, so langsam aber sicher von Fredo Besuch. Ja, Frank ist in der Box. Marpol vorbei, Plattfuß vorbei. Gilkiff zieht über die Box am Frank vorbei. Wo ist Frank? Er steht noch. Ihr seht, der Tank, der läuft hoch. Mal gucken, bis wohin er tankt. Ich denke mal, der wird sein Auto voll machen, wird eventuell auf, nein, bis 82 ist er nur gegangen. Obwohl, das ist voll. Sorry. Nö, ist nicht voll. Auf jeden Fall, auf Platz 7 reiht er sich ein. Die Tankfüllung wird dann genau bemessen sein. Jetzt für einen Stint auf den weichen Reifen für den Frank. Dahinter Ramituro und Dackel. Ich gucke immer wieder mal auf der Minikarte, ob es irgendwo spannend ist. Und da springen wir doch direkt mal hier hin und zwar zu Fredo und Gilkiff. Wir haben eben schon gesehen, Fredo schickt sich an, immer
einen Tick am Abstand zu knappen zu seinem Vordermann, zu Gilkiff. Gucken wir uns doch mal an. Gilkiff, Reifen mittel, noch super Reifen. Vom Verschleiß her, Fredo, Reifen weich, Tank blinkt. Also viel Zeit bleibt ihm da nicht mehr, den Gilkiff noch anzugreifen. Ich denke mal, das wird er auch gar nicht mehr erst versuchen. Er wird einfach nur gucken, dass er jetzt eine ordentliche Linie fährt, hinter Gilkiff bleibt, vielleicht auch ein bisschen Windschatten schnort, weil die Reifen, ja, die sind nicht mehr die besten. Und die Tankanzeige blinkt auch bei ihm. Vielleicht diese, vielleicht noch eine Runde, die da Fredo dann hier auf die Strecke bringen kann mit dem Material beziehungsweise mit dem Restsprit, der jetzt noch im Tank drin ist. Oh, ihr seht's, Blattfuß mit dem mittleren Reifen. Von der Strategie her wohl mit einem relativ kurzen Stint. Die Reifen sehen noch richtig gut aus, aber der Tank ist gleich leer. Und jetzt geht Marpol an die Box. Wir bleiben mal drauf. Er ist schon am Tanken. Die Reifen sind schon gewechselt. Wir gucken mal, wo ist Gilkiff? Gilkiff fährt jetzt über die Start-Ziellinie. Fredo geht auch erstmal in die Box. Also Gilkiff definitiv vorbei an Marpol. Wo ist Frank? Wo ist Frank noch auf der Strecke? Reicht es noch für ihn? Nee, das wird wohl nicht reichen. Jetzt auf Startziel. Marpol fährt raus. Marpol kommt vor Frank zurück auf die Strecke. Jetzt mit den Reifen mittel vor ihm. Dann Gilkiff und Blattfuß. Fredo tankt ein bisschen mehr. Wird erstmal nach hinten durchgereicht. Jo, ja, ich lese gerade den Chat. Vielen, vielen Dank, King Elvis, für die Worte. Das freut mich natürlich, wenn man sowas mal liest. Und mache ich natürlich gerne. Der Stream vor allen Dingen ist es aber eine ganz, ganz tolle Sache. Hier für die GTRSM, für die Saarlandliga. So, aber wir gehen nochmal das Feld durch. Little schreibt schon, Platz 5 bis 9, alles MST BTR Racing. Ja, jetzt wollten das Feld durchgehen, jetzt verabschiedet sich Blattfuß erstmal in die Box. Bedeutet, er wird die Führung auf jeden Fall abgeben. Also das sollte definitiv für Gilkiff reichen, weil Blattfuß, ihr seht, der muss auch tanken. Jetzt fährt Gilkiff über die Startziellinie rechts rum. Und Blattfuß, ihr seht, Tankanzeige läuft noch, ist noch am Tanken. Und damit auf jeden Fall schon mal Gilke vorbei. Wird es noch für Marpol reichen? Das wird spannend. Marpol auch vorbei. Marpol Platz 2. Jetzt wechselt die Anzeige als zwischen Frank und Blattfuß. Und Blattfuß kommt hinter Frank raus. Blattfuß Platz 4. Das heißt, Frank jetzt auf Platz 3 unterwegs. Was hat sich? Das ist natürlich jetzt ganz, ganz interessant. Blattfuß für Reifen geholt. Blattfuß hat sich auch die Reifen weich geholt. Ist damit, also mit demselben Material, zumindest was die Reifen angeht, wie Frank unterwegs. Also da können wir uns eventuell auf ein kleines Duell freuen. Aber auch Dackel ist dran. Hier auf Platz 5. Ja, für den geht es ja auch um einiges. Steht ja im Moment auf Platz 2 in der Gesamttabelle. Also, der will natürlich abliefern und der will natürlich auch den Blattfuß und auch die ganzen anderen, die noch vor ihm sind, nicht einfach hier so ziehen lassen. Also, der wird jetzt Druck machen und der macht jetzt Druck gegen Blattfuß. Und ihr seht, es ist gerade mal eine halbe Sekunde Abstand zwischen den beiden. Vorne ist das Feld ein bisschen beruhigt. Ja, Platz 1 bis Platz 3. Gilke verabschiedet sich jetzt auch in die Box. Aber hier, wir wollten ja eigentlich das Feld durchgehen. Aber hier ist es spannend, spannend zwischen Blattfuß und Dackel. Und wenn Gilke aus der Box rauskommt, ja, dann gehen wir das Feld nochmal durch und gucken mal, wie der momentane Stand ist, welcher Fahrer im Moment auf welcher, ja, auf welcher Position sich momentan befindet. Aber ihr seht, Gilke wird durchgereicht. Gilke wird durchgereicht, jetzt schon auf Platz 7 runter. Yo, danke Toffi.
So, ja, Gilke wird durchgereicht. Platz 8, Platz 9 jetzt mittlerweile. Jetzt ist er aus der Anzeige sogar schon draußen. Also, jetzt gehen wir mal das Feld durch. Wir merken uns natürlich hier den Kampf zwischen Blattfuß und Dackel. Aber hier, Platz 1, Marpol, 3 Sekunden vorm Frank. Blattfuß, Platz 3. Also jetzt wird es doch langsam relativ eng hier vorne. Und Dackel ist weiterhin dran am Blattfuß. Das behalte ich einfach mal da so ein bisschen mit dem linken Auge. Die Abstände da werde ich hier durchhalten, mal im Auge. Ramitoro, Platz 5. Frontons, Platz 6. Kringo, 7. Ja, dann doch schon 5 Sekunden Abstand. Omikron. Gilkiff kam auf Platz 9 zurück auf die Strecke. Fredo, Platz 10. Marco. Ja, da hat der Kameramann gepennt. Sorry, Leute. Der musste erstmal das Auto einfangen. Also Marco, Platz 11. Und Platz 12 ist der Razor. Aber wir springen direkt hierhin. Hierhin, wo es spannend ist. Hier ist es spannend zwischen Blattfuß vom Team Triple X und Dackel GTRP. Scheint so, als ob jetzt Dackel im Moment so ein bisschen das Ruhige angehen lässt. Statt 13, 14 sind es nur noch sage und schreibe 15. Na, oh, jetzt sogar mal 16 Abstand. Dackel zum Blattfuß. Gucken wir doch mal hier ins Cockpit. Die Kurve, das ist so die normalerweise so mit die beste Stelle, wo man eventuell einen Angriff starten kann. Da muss man dann aber auch ganz, ganz dicht dran sein, muss die Kurve richtig erwischen, richtig rausbeschleunigen können. Aber da beide mit den Reifen weich unterwegs sind und beide natürlich hier ihre Pace haben, muss Dackel jetzt einfach Ruhe bewahren und auf den Fehler natürlich seines Vordermanns hoffen. Und jetzt gucken wir doch mal, der Abstand zu Blattfuß. Ja, die fahren jetzt auch noch auf den Frank auf. Ja. Steckt mal der Frank, der wird so langsam anfangen zu schwitzen da im Cockpit. Nicht nur, weil es im Cockpit natürlich sehr heiß sein wird, auch vor allen Dingen unter dem Helm und in dem feuerfesten Anzug. Nee, der wird schwitzen, weil er die Zwischenzeiten sieht oder die Abstände sieht zum Hintermann, zum Blattfuß. Und ich denke mal, wenn er noch in den Rückspiegel sieht, jo, da würde er auch noch den Dackel sehen. Aber der Dackel muss im Moment ein bisschen abreißen lassen hier zum Blattfuß zu seinem Vordermann. Weiter im Marpol. Die Zeit besteht aber schon länger mit der 1:23,123, die schnellste Rennrunde. Und ihr seht, Blattfuß war in Runde 18 ganz, ganz dicht dran. 2 Sekunden Vorsprung, Marpol zu Frank. Aber wir gucken noch mal hier. Dackel zu Blattfuß. Dackel jetzt hier mal Purple angezeigt. Jo, ihr lest es im Chat, King Elvis sagt gerade, der Frank ist absolut cool, den bringt gar nichts aus der Ruhe. Ich denke mal, ja, das wäre auch im Moment ganz, ganz gut für den Frank, weil so langsam kommt Blattfuß hier in Schlagdistanz. 18. Abstand, das heißt, jetzt ist er bald im Windschattenbereich drin, zieht da weiterhin den Dackel auch noch mit sich und jo, die fahren auch so langsam auf Marpol auf. Marpol ist aber auch mit den Reifen mittel unterwegs, also jetzt kann es spannend werden, jetzt wird es spannend, ja, die Frank fährt auf Marpol auf, Frank reifenweich. Jetzt fahren sie auf Marpol auf und Marpolio, der wird da das Feld dann so ein klein wenig aufhalten. Und das bietet einem oft dann doch die Chance, irgendwo dann mal durchzuhuschen. Jetzt natürlich, wenn die Chance hier vom Blattfuß gegen Frank. Ich gucke auf die Minikarte. Hinten ist leider das Feld doch weit auseinandergezogen. Ihr seht es an den kleinen blauen Pfeilen oben auf der Minikarte. Deswegen bleiben wir natürlich jetzt hier vorne, weil hier ist es spannend.
Plattfuß ist dran. 4 Zehntel nur noch Abstand. Plattfuß ist dran am Frank. Jetzt bin ich gespannt. Ja, Frank ist cool. Muss cool sein. Plattfuß zeigt sich das erste Mal. Fährt das erste Mal links raus. Jetzt macht Plattfuß Druck. Jetzt muss er, versucht er natürlich den Vordermann nervös zu machen. Zeigt sich nochmal. Nochmal links raus. Frank natürlich auf der besseren Linie, auf der Innenbahn. Hier muss Plattfuß wieder langsam machen, muss zurückziehen. Sonst geht's hier ab ins Kies. Haarnadelkurve. Frank auf Kampflinie natürlich innen. Wahnsinn. Also, das ist Wahnsinn, was wir jetzt hier sehen. Und in der Haut, in der Haut vom Frank möchte ich im Moment nicht stecken. Jetzt, hier, raus beschleunigen. Frank, die Kurve gut erwischt. Keine Chance jetzt hier über den Windschatten heraus für Plattfuß. Aber hinter Plattfuß ist noch Dackel. Ja, profitieren davon tut natürlich im Moment ganz, ganz klar der Marpol. Marpol weiterhin mit einer Sekunde vorne. Aber ich gehe davon aus, der Frank wird nicht mehr die Pace fahren, die er normal fahren könnte oder würde, wenn er nicht so unter Druck stehen würde von hinten, von seinem Hintermann, vom Plattfuß. Und das ist der Grund, warum sie im Moment nicht leichter Schubser hier vom, zumindest sah es so aus, vom Plattfuß gegen Frank. Ja, aber was wollte ich sagen? Ja, ich denke, dass Frank nicht die Pace fahren kann, die konzentrierte Pace fahren kann, die er normal fahren würde. Und deswegen hat Marpol im Moment mit seinem mittleren Reifen da vorne ein wenig Ruhe. Jetzt zeigt sich, immer wieder zeigt sich Plattfuß, immer wieder schert er aus. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn. Was macht Dackel? Ja, der Dackel fährt halt einfach mal hinterher. Also seine Taktik, zumindest würde ich das so machen. Ich würde einfach abwarten. Ich würde einfach abwarten, was machen die zwei vor mir? Was macht Plattfuß und was macht der Frank? Und abwarten zahlt sich oft aus, weil wenn zwei sich streiten, freut sich meist der Dritte. Also das könnte dann natürlich hier, und ihr seht's, das könnte dann natürlich die Chance sein, für den Dackel dann da durchzuhuschen. Wenn beide ein kleiner Fehler machen. Jetzt Plattfuß, jetzt auf der Innenbahn. Jetzt natürlich auf der besseren Linie. Jetzt ist Plattfuß vorbei. Ganz toll neben dran gebremst. Und ihr seht, Dackel ist der lachende Dritte. Der zieht da auch noch mit durch, weil natürlich der Frank auf der schlechteren Linie nicht so schnell rausbeschleunigen konnte. Und Dackel aus der sicheren, aus der besseren Position raus aus der Kurve kam und auch am Frank vorbeigezogen ist. Also das war jetzt mal hier ganz, ganz großes Kino, was wir hier gesehen haben. Jetzt neuer zweiter Plattfuß und dahinter Dackel. Und Plattfuß kann sich gleich absetzen. Plattfuß kann sich von Dackel absetzen und damit natürlich auch direkt vom Frank. Und jetzt wird natürlich Plattfuß Jagd machen auf Marpol. Marpol wäre mit Reifenmittel unterwegs, aber jetzt wird er bald keine Ruhe mehr haben. Gehe ich ganz, ganz stark davon aus, weil jetzt ist Plattfuß nicht mehr in Zweikämpfe verstrickt. Jetzt kann Plattfuß seine Pace gehen und kann Jagd auf den Führenden, auf den momentan Führenden, auf den Marpol machen. Ja, was macht Frank? Frank muss auch zu Dackel abreißen lassen. Wahnsinn. Also das war ganz, ganz spannend, was wir da jetzt gesehen haben, über etliche Runden hinaus. Und das hat sich definitiv gelohnt, dass wir da mit der Kamera hier auf den dreien natürlich drauf geblieben sind. So. Oh! Ja, das war der Streamer-Fluch. Plattfuß kam an Marpol ran. Wir haben es kurz gesehen. Eine Sekunde Abstand, dann Abflug. Gucken wir uns das in der Wiederholung an. Er biegt auch direkt in die Box ein, um seinen Schaden reparieren zu lassen. Wir gucken mal hier. Linkskurve. Natürlich hier cutten. Hier kommt er zu weit raus mit dem Hinterrad, mit dem rechten Hinterrad. Ins Grün. Das dreht ihm das Auto weg. Einschlag in die Box. Ja, in die Box, in die Wand. Frontschaden und Aufhängungsschaden. Glück im Unglück. Zumindest, dass jetzt gerade die Box kam.
und er so nicht noch eine, sag ich mal, eine längere Strecke mit dem Schaden im Auto fahren musste. Aber ja, so schnell kann es gehen. Das ist Racing. Schön nach vorne gekämpft, schön auf Platz 2 gekämpft, an Marpol, an den Führenden rangekämpft, dann das Auto verloren und dadurch jetzt erstmal zurückgefallen auf Platz 7. Jetzt gucken wir nach vorne, wir gucken nach vorne. Marpol Platz 1, jetzt kommt natürlich Dackel von hinten angeflogen, dahinter Frank, also da vorne ist es immer noch spannend, wir werden uns das natürlich noch im Auge behalten hier, die beiden, die drei Erstplatzierten, Platz 1, Platz 2 und Platz 3. Hier haben wir Frontons und auf Frontons kommt raus auch er mit dem linken Reifen ins Grün. Und das ist das, was ich sagte, die Stelle ist so, so, so gefährlich. Keine Curbs, keine Auslaufzone. Wenn man da zu sehr am Limit ist, ja, dann kommt man mit dem Reifen ins Grün und dann ist das Auto weg. Wir haben es gesehen bei Frontons. Auch der biegt jetzt direkt ab. Das sollte aber eine Boxeneinfahrtsstrafe gehen. Gehe ich mal davon aus. Ja, wir haben es gesehen bei Blattfuß. Jetzt in fast die gleiche Stelle, sage ich mal. Von Frontons auch für ihn den Abflug. Und auch hier noch High Paul. Also, wir wollten ja eigentlich gucken. Frank, Platz 3. Gringo auf Platz 4 unterwegs jetzt. Wir gehen natürlich gleich wieder nach vorne. Gilkiff, Platz 5. Plattfuß durch sein, ja, Missgeschick, durch seinen Fahrfehler auf Platz 6 zurückgerutscht. Von Platz 2 runter. Omikron, Platz 7. Ja, der hat Luft nach vorne, der hat Luft nach hinten. Der kann konzentriert im Moment seine Runden fahren. Fredo auf Platz 8. Marco, 9. Dahinter Razor im Porsche, Neon Grün, ja, der sticht sofort raus, das fällt auf, ja, dann größerer Abstand, 13 Sekunden zu Rami Turo und Frontos, ja, hat die Strafe gegeben, ja, das habe ich gesehen, so wie der in die Box eingebogen ist, blieb es nicht aus, dass da jetzt die 3 Sekunden Strafzeit bei ihm oben auf der Uhr stehen, aber wir gehen nach vorne. Wieder natürlich nach vorne. Dackel gegen Marpol. Dahinter Frank. Frank wird natürlich nicht locker lassen. Das wurmt ihn natürlich, dass da zwei Fahrer direkt an ihm vorbeigezogen sind. Einen ist er mittlerweile los. Das ist der Plattfuß durch den Fahrfehler. Aber noch immer hat er vor sich diesen Fahrer hier vom Infight-Team, nee, vom GTRP im Blick, den Dackel. Und Dackel hat vor sich den Marpol im Blick, aber kommt nicht so richtig ran. Also Marpol richtig gut unterwegs hier mit dem mittleren Reifen und dann wieder der Streamer-Fluch. Ich gehe drauf, Marpol verliert jetzt das Auto. Gucken wir uns das an. Wiederholung haben wir natürlich. Und gleiche Stelle, glaube ich, wie beim Plattfuß. Nee, hier rechts raus. Jetzt kommt diese Kurve. Keine Curbs auf der linken Seite. Schön gecuttet. Doch, das sind die Curbs. Nee, er kommt bis ins Kies rüber. Verliert das Auto. Und dazu noch Schaden. Also, ganz, ganz bitter vom Marpol. Geht auch direkt in die Box. Gut. Ist vielleicht nicht ganz so schlimm, weil der Tank eh leer ist, aber das hat ihn natürlich erstmal richtig Zeit gekostet. Damit jetzt der Führende, der Dackel Frank, ist auch in die Box. Das heißt, der hat sich jetzt erstmal ein bisschen hier aus dem Kampf verabschiedet. Aber das wird nicht mehr lang dauern, weil seht euch die Reifen hier vom Dackel an. Also, da ist hinten nicht mehr viel drauf. Und das wird ihn, stand jetzt, sicherlich jetzt schon im Moment, auf jeden Fall definitiv Zeit kosten. Das würde ihn unnötig Zeit kosten, eventuell, und gucken wir mal, wo Marpol oder dann beziehungsweise Dackel sich natürlich an, einreiht, wenn er dann in die Box geht. Hinter ihm Gilkiff, Platz 2, Plattfuß natürlich durch die ganzen Boxenstopps, jetzt erstmal wieder vorgerutscht auf Platz 3, jetzt aber natürlich mit intaktem Auto unterwegs, frische Reifen, getankt hat er aber nicht viel, das wundert mich.
dass er für die weichen Reifen noch nicht mal mehr ein Viertel im Tank hat. Macht mich ein bisschen sprachlos im Moment. Oder er hat vergessen zu tanken und hat es einfach durchgeklickt. Wissen wir nicht. Aber für mich im Moment doch ein wenig verwunderlich. So, also. Dackel wird jetzt bald in die Box abbiegen. Hier haben wir Frank. Ja, Don Manado. Da hättest du wirklich mitfahren sollen. Ganz, ganz spannende Geschichte hier. Aber wir haben auch einiges gesehen, was einiges schon an Abflügen gesehen. Ich denke mal, die Strecke mit Fieber, wenn man nicht richtig fit ist, ja, das ist dann ja nicht nur doppelt schwer, das ist mindestens mal vierfach schwer. Also das ist schon der Wahnsinn hier auf Brands Hatch. Also da ist man wirklich immer am Limit und da ist man auch ganz schnell von der Strecke runter. Wir haben jetzt schon genug Beispiele gesehen, jetzt nach grob 40 Minuten, wo natürlich auch schon die Konzentration langsam, aber sicher einen Tick nachlässt. Ja, Rami Turo hält hier, wir setzen mal hier auf Gilkiff drauf. So, Dackel geht in die Box. Der muss tanken. Auf jeden Fall wird jetzt Gilkiff und Blattfuß über die Box am Dackel vorbeiziehen und Gilkiff hängt sich jetzt, Blattfuß hängt sich jetzt an Gilkiff dran. Oh. Sorry, Fehler von mir. Also, Gilke fährt Platz 1. Paar Führungskilometer für ihn. Und wenn wir uns Blattfuß angucken, ja, der hat auch nicht mehr viel Sprit im Tank. Das heißt, die beiden werden jetzt, schätzen wir so die nächsten 5-6 Minuten, auch nochmal in die Box gehen müssen. Platz 3 für Fredo. Im Moment. Wie gesagt, ich habe heute meine Lizzie nicht dabei, die uns jetzt sagen könnte, welcher Fahrer noch welche Reifen auf jeden Fall definitiv noch aufziehen muss, um dann vielleicht hier ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen, beziehungsweise das Chaos ein bisschen zu ordnen, was natürlich durch die unterschiedlichen Reifenstrategien halt einfach passiert. Aber egal, wir werden sehen. Bald werden die letzten Boxenstopps auf jeden Fall eingeleitet. Dann haben wir ein boxenbereinigtes Feld, weil ich glaube, Reifenhart hat gefühlt schon jeder durch. So, hier haben wir Dackel im Bild, Platz 4. Marpol. Dahinter Platz 5. Noch immer Marpol mit der schnellsten Rennrunde direkt am Anfang hingelegt. Die 1:23,123. Wir haben zwar definitiv ab und zu immer bei dem einen oder anderen mal Purple-Zeit gesehen, aber keiner konnte das über die Strecke bis ins Ende mit rübernehmen. Daher immer noch Marpol hier unterwegs mit der schnellsten Rennrunde. Ja, und jetzt kriegt Frank auch noch Besuch von Rami Turo. Also eins kann man sagen, der Frank hat definitiv hier heute auf der Strecke am meisten mit seinen Verfolgern zu tun. Also der hat genug Verkehr, der kann sich nicht über Langeweile beklagen. Definitiv nicht. Und Rami Turo macht einen guten Job. Rami Turo bleibt dran. Und jetzt werden wir sehen, ob Frank wirklich so cool ist, weil der muss ja erstmal die ganzen Dinge, die ganzen Überholmanöver von vor ein paar Runden vorher erstmal wegstecken, kopfmäßig wegstecken. Und jetzt kriegt er schon wieder von dem nächsten Besuch, jetzt kriegt er Besuch von Rami Turo. Da gehen wir gleich natürlich nochmal hin. Jetzt gehen Gilkiff und Blattfuß in die Box. Kringo, Platz 8, also Platz 6, Platz 7 merken wir uns natürlich. Frontots hier jetzt auf Platz 9 unterwegs. Omikron Platz 10. Ja, hier ist das Feld dann schon
überall, doch weiter auseinandergezogen. Fredo zieht schon mal an Gilkiff und Plattfuß über die Box vorbei. Marco auf Platz 12 und Dackel Marpol auch vorbei. Wir gehen nach vorne. Plattfuß. Plattfuß kommt vor Gilkiff raus und direkt Angriff von Gilkiff. Jetzt hier Haarnadel. Ja, da macht natürlich Plattfuß innen zu, aber nicht ja, weit genug zu. Da konnte Gilkiff sich noch dazwischen schieben. Der Platz war da, da musste natürlich Plattfuß ihn gewähren lassen. Wir gucken uns das mal in der Wiederholung nochmal an. Hier. Ja, knappe Sache, aber hat gereicht. Da hätte Plattfuß doch noch weiter nach innen fahren müssen, damit Gilkiff keine Chance hat, keinen Platz hat, sich da noch irgendwie reinzudrängen. Ja, war ein bisschen Gehakel, war ein bisschen Berührung. Aber gut, sollte es zu einer Meldung kommen, dann müssen es natürlich nachher die Stewards entscheiden. Aber jetzt ist Fredo vorne, Fredo Platz 1 vor Dackel. Dackel wird verfolgt vom Marpol. Gilkiff und Plattfuß dicht beieinander und wir wollten ja auch nochmal gucken, wie sieht es hier aus. Ja, hier sieht es auch noch knapp aus. Rami Turo und Frank. Ja, sorry Leute, ich weiß jetzt im Moment nicht, ich weiß im Moment gar nicht, wo ich hinspringen soll. Hier, Rami Turo und Frank. Hier, Plattfuß hinter Gilkiff. Nur da vorne ist, nee, da vorne ist auch keine Ruhe. Ja, weil Marpol hinterm Dackel ist. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, jetzt bräuchte ich nur eine Konferenzschaltung. Jetzt bräuchte ich hier drei Playstations. Dann könnte ich alle drei Pärchen hier einblenden und ihr würdet nichts verpassen hier im Stream. Jetzt muss ich halt immer mal ein bisschen hin und her drücken, aber ich glaube, Marpol ja, macht noch keine großartigen Angriffsversuche hier gegen den Dackel. Gehen wir doch mal hier hin. Hier ist es ein bisschen enger. Merken wir uns mal. Ja, auch hier ist es ein bisschen ruhiger zwischen Rami Turo und Frank. Aber hier ist es nicht ruhig zwischen Plattfuß und Gilkiff. Also Plattfuß macht definitiv Druck. Macht definitiv mehr Druck wie Marpol gegen Dackel oder Rami Turo gegen Frank. So, Box, Fredo geht in die Box. Der wird natürlich jetzt erstmal durchgereicht, weil er doch einiges nachtanken muss. Also, ich denke mal, im Moment, Stand jetzt, ist das hier die spannendste Stelle. Die spannendste Stelle, Plattfuß gegen Gilkiff. Aber ihr seht es, auch hier muss Plattfuß kämpfen. Kämpfen, um dran zu bleiben. Jetzt ist ein Schlagdistanz. Jetzt geht es gleich links hoch, hier raus beschleunigen, eigentlich die einzige Chance, wenn man da ganz dicht dran ist und besser raus beschleunigen kann, über die Gerade, hier über den Windschatten, jetzt gleich rechts rein zu bremsen, aber er ist zu weit weg, er versucht es erst gar nicht, der Plattfuß, da wird ihm dann die Gerade dann doch ein wenig zu kurz. Jetzt heißt es erstmal wieder Ruhe zu bewahren, aber ist die Frage, ob Plattfuß dieselbe Taktik wieder hinlegt und sagt, ich mache Druck, ich zeig mich und zwinge so eventuell meinen Vordermann in den kleinen Fehler, der mir reicht, dann am Gilkiff vorbeizuziehen. Ihr seht, 13. Abstand. Jetzt hier diese abfallende Kurve rechts rum. Er ist dran, er ist dran. Wenn er jetzt besser raus beschleunigen kann, aber die haben beide weiche Reifen drauf. Jetzt hier im Windschatten, aber auch hier, das wird nicht reichen. Gilkiff geht natürlich auf die Innenbahn. Plattfuß, aber hier kann man außen nicht vorbei überholen. Muss zurückziehen. Jetzt der Versuch, wo Gilkiff ihn geholt hat. Aber Gilkiff natürlich direkt Kampflinie. Innen rein. Keine Chance, da sich reinzubremsen für Plattfuß. Also das hier ist wirklich Kampf. Das ist Fighten, was wir hier sehen. Das ist... Hier geht's echt zur Sache. Gucken wir nochmal. Hier.
Ramituro, Frank, Abstände weiterhin gleich. Also hier hat sich das Ganze ein bisschen beruhigt, aber Dackel vorbei am Marpol. Haben wir jetzt leider nicht mitbekommen. Aber wo soll ich auch hinschalten? Wo soll ich auch hinschalten? Hier wird gefightet bis aufs Messer. Ja, und hier sieht's nicht unbedingt anders aus. Jetzt nur umgekehrt. Jetzt jagt nicht Dackel den Marpol, sondern jetzt jagt Marpol den Dackel. Ja, da wird selbst dem Kameramann schwindelig. Und weiß nicht, wohin gehen soll. Sorry, dass ich jetzt nichts vom hinteren Feld zeige. Aber jetzt wieder Gilgif natürlich, Kampflinie. Keine Chance für Plattfuß, hier vorbeizugehen. Wir gucken uns das Ganze jetzt mal, sorry, aus dem Cockpit an. Jetzt die Chance. Hier, das ist das Ding. Ja, hier zu nah dran. Hier muss er lupfen, oder? Nein, er muss nicht lupfen. Er kann rausbeschleunigen, der Plattfuß. Jetzt ist er in Schlagdistanz. 2/10 Abstand. Das kann eventuell reichen. Aus dem Windschatten raus. Aber nein, die Gerade wird ihm zu kurz. Und, oh. Ja, da hätte er vielleicht einen Tick früher rausziehen sollen. Dann hätte es vielleicht gereicht. Wir gucken uns das nochmal an. Jetzt hier, direkt in der Wiederholung. Hier, Plattfuß ist dran, zieht sich ran. Jetzt will er es gleich versuchen, merkt aber, nein, geht nicht. Zu kurz in der Einlenkphase, keine Chance, und zieht lieber zurück. Ich meine, klar, man will sich jetzt auch nicht, was ist hier? Nochmal Wiederholung. Plattfuß ist vorbei am Gilgif. Jetzt haben wir das vor lauter Wiederholung wohl verpasst. Ja, schade. In der nächsten Kurve wohl Fehler eventuell gewesen von Gilgif. Und Plattfuß ist vorbei. Jetzt Plattfuß auf Platz 3 unterwegs. Und kann sich auch direkt, ihr seht's, vom Gilgif absetzen. Okay, dann haben wir jetzt mal ein bisschen Luft. Wir gucken mal nach vorne. Dackel und Marpol. Nicht mehr ganz so eng wie vorhin. Wir gucken nochmal hier auf Ramituro und Frank. Ja, da ist wohl schon ein bisschen Nicht-Angriffspakt entstanden. Oder Ramituro ist zufrieden, erstmal hier die Pace mitgehen zu können. Und natürlich hier jetzt hier im Brands Hatch auf der Strecke zu bleiben. Und das vor allen Dingen jetzt in den letzten verbleibenden 8 Minuten. Wir gehen das Feld durch. Dackel im Moment in Führung vor Marpol. Marpol Platz 2. Plattfuß auf Platz 3. Und ihr seht, er war definitiv schneller wie Gilgif. Jetzt schon 2 Sekunden Vorsprung rausgefahren von Plattfuß gegenüber Gilgif. Aber trotzdem natürlich ganz, ganz starkes Rennen, was Gilgif hier heute zeigt. Frank Platz 5 kann sich jetzt auch ein bisschen Luft verschaffen. Hier zum Sechstplatzierten, zu Ramituro. 3 Sekunden dahinter dann unser Maggi-Fahrer aus dem Saarland. Ja gut, sind ja alle Saarländer, aber er trägt die Maggi-Fahne für Saarland hoch. Auf Platz 7 unser Gringo. 6 Sekunden dahinter Frontots. Omikron auf Platz 9 unterwegs. Fredo Platz 10. Razer 9 Sekunden dann da schon dahinter, auf Platz 11 unterwegs. Und Marco vom Team BTR auf Platz 12. Ja, wir haben noch grob 7 Minuten. 7 Minuten noch auf der Uhr. Fehler von Marpol. Aber ganz, ganz stark das Auto gefangen. Das kostet ihn natürlich jetzt Zeit nach vorne zum Dackel, das ist klar. Oder es kostet ihm auch Zeit gegenüber Plattfuß. Plattfuß jetzt nur noch 3 Sekunden hinter Marpol. Wir gucken uns das nochmal an. Was ist da passiert?
Wir gehen auf die Aufsicht. Hier war alles noch in Ordnung. Jetzt muss er die Kurve cutten. Ja, und das ist diese gefährliche Kurve. Leicht gesprungen. Hinterrad wieder ins Kies. Aber ganz, ganz stark das Auto gefangen. Glück im Unglück für ihn, auch wenn sie nur Zeit gekostet hat. Jetzt muss er natürlich erstmal die Konzentration wiederbekommen, wiederfinden, im Flow kommen, die Konzentration hochhalten, denn hinter ihm ist Plattfuß und der Plattfuß ist kein langsamer. Das hat er schon jetzt genug bewiesen hier im Rennen und der Plattfuß hat auch schon genug Zweikämpfe hinter sich. Der Plattfuß weiß zumindest heute hier auf Brands Hatch, wie es geht. 2,4 Sekunden, nur noch Abstand von Marpol gegen Plattfuß. Also hier bahnt sich eventuell doch nochmal ein bisschen was an. Ansonsten fällt weit auseinander und Marpol kämpft mit der Konzentration, kämpft mit der Strecke, kämpft mit seinem Porsche. Das wird natürlich Dackel freuen, ja. 5 Minuten noch gleich. 5 Minuten, die Dackel überstehen muss. 5 Minuten, die Dackel über die Uhr retten muss. Er muss einfach gucken, dass er die 2 Sekunden einigermaßen gegen Marpol hält. Er muss einfach gucken, dass er jetzt nicht zu viel Risiko geht, dass er jetzt in den letzten 5 Minuten nicht noch das Auto verliert und den Sieg stand jetzt dann wegschmeißt. Da hat Marpol eventuell in den letzten Runden vielleicht noch gleich ganz andere Probleme. Nämlich dann, wenn Plattfuß rankommt. Gilkiff, Platz 4. Und was machen Rami Turo und Frank? Ja, da ist Frank mittlerweile, würde ich sagen, safe. 1,8 Sekunden Abstand. Rami Turo kann die Pace von Frank jetzt nicht mehr mitgehen. Und ihr seht's, Plattfuß kommt regelrecht angeflogen. Jetzt sind wir nur noch bei 1 Sekunde Abstand zu Marpol. Dackel kann sich absetzen. 4 Minuten noch. 4 Minuten noch zittern für Dackel. 4 Minuten definitiv noch zittern hier für Marpol. Also der hat jetzt noch einiges vor sich, beziehungsweise der hat auf jeden Fall hier einen hinter sich und das ist der Plattfuß. Gilkiff ist raus. Gilkiff ist raus. Der fährt sein Ding jetzt zu Ende. Hier auf Platz 4. Aber hier bleiben wir drauf. Wir bleiben drauf auf Plattfuß. Unter 1 Sekunde Abstand. Ab 0,8 Sekunden drunter zieht der Windschatten. Gucken wir uns die Reifen an. Plattfuß zur Hälfte weg. Marpol, tick schlechtere Reifen. Doch, nee, aber guckt euch die Hinterreifen an vom Marpol. Den linken Hinterreifen. Und das wird ihn natürlich Traktion kosten. Eventuell leichten Wheelspin schon. Das heißt, er wird aus den Kurven tick langsamer rauskommen, wie jetzt hier Plattfuß. Plattfuß mit dem besseren Material. Plattfuß kämpft sich jetzt natürlich langsam ran. Es bleibt ihm aber nicht mehr viel Zeit und dann dürfen solche kleine Fahrfehler nicht sein, weil jetzt sind es schon wieder 1,5 Sekunden Abstand. Der hat das Auto noch gerettet, 1,7 Sekunden Abstand. Das muss er jetzt erstmal wieder ranfahren, aber da behaupte ich mal, dass Marpol, wenn Marpol jetzt nichts mehr passiert, dass Marpol durch ist. Wir haben nur noch 2,5 Minuten auf der Uhr hier im Rennen und dann natürlich noch ein bisschen Nachlaufzeit. Aber gucken wir nach vorne. Dackel. Ja, Dackel ist durch. Der wird kein Risiko mehr angehen. Dem wird auch egal sein, wenn Marpol jetzt hier noch ein bisschen rankommt. 2 Runden nach, eventuell noch für ihn hier, um sich den Sieg hier auf Brands Hatch zu holen im 4. Rennen. Und damit natürlich wichtige Punkte gut macht im Gesamtklassement gegenüber Don Mainardo, der heute ja leider nicht fahren kann. So, Plattfuß kommt wieder ran, 1 Sekunde Abstand, 1,7 waren's. Jetzt ist es nur noch 1 Sekunde, aber, oh, hier, Purple Zeit. Vielleicht holt sich Plattfuß zumindest noch die schnellste Rennrunde. Dann muss er das Ding aber jetzt durchziehen.
bis zum Schluss, bis zur Startziellinie. Jetzt sogar 2/10 Purple für Plattfuß. Aber jetzt hängt er dran. Jetzt ist er wieder dran. Jetzt ist er wieder in Schlagdistanz gegenüber Marpol. Also hier ist es spannend, Leute. Ich kann nicht wegschalten. Ihr seht es oben auf der Minikarte. Alles dicht beieinander. Aber hier, Leute, hier geht es um Platz 2. Dackel sollte durch sein. Aber Plattfuß und Marpol. Platz 2 oder Platz 3? Wer holt sich Silber? Wer holt sich Bronze? Eine Runde haben sie noch. Das heißt, jetzt geht es über Startziel. 40 Sekunden noch. Das heißt, das wird die letzte Runde sein. 2/10 Abstand. 2/10 Abstand für Plattfuß. Was macht Marpol? Marpol, Plattfuß will sich gar nicht innen reinkämpfen, reinbremsen. Und obwohl Marpol gar nicht richtig zugemacht hat, da geht Plattfuß weit. Wahnsinn. Oder gibt sich Plattfuß hier mit Platz 3 zufrieden? Will nichts mehr riskieren. Wäre natürlich absolut verständlich. Platz 3 ist klasse. Und vor allen Dingen, wenn man dann ständig solche leichte Quersteher hat, die Traktion, ja, das Auto verlässt, dann ja, geht der Adrenalinspiegel hoch und dann denkt man sich, nee, nee, lass mal die Runde noch. Jetzt lass ich nichts mehr anbrennen. Lass mal den Marpol auf Platz 2 durchfahren, bevor ich jetzt, und ihr seht schon, letzte Runde wird eingeblendet. Ich mache hier mal gar nichts mehr. Ich halte mir richtig hier die Füße still. Ich habe schon mal das Auto hier versemmelt. Letzte Kurven jetzt hier für das. Na, natürlich für das vordere Feld. Hier haben wir Dackel. Wir gehen auf Dackel drauf. Letzte Kurve für Dackel. Gleich wird er abgewunken. Startziel. Verdienter Sieg hier für Dackel. Ganz, ganz knapp dahinter. Marpol und Plattfuß. Glückwunsch hier ans Podium. Gilkev, Platz 3. Da kommt Frank, der heute einiges zu tun hat auf der Strecke. Platz 5 für ihn. Glückwunsch natürlich. Ramituro, Platz 6. Kringo auf Platz 7. Frontots, jo, der muss hier die Kurve noch hinter sich bringen. Wird dann als 8. über die Startziellinie fahren. Glückwunsch auch an ihn. Hier kommt Omikron. Jo, der blinkt schon mal ein bisschen, kann ein bisschen ausrollen lassen, hat Luft nach hinten, Platz 9 für ihn. Glückwunsch natürlich. Da kommt Fredo, Platz 10, letzter noch regulär auf der Strecke hier, ist Razer. Und er wird als 10., nee, als 11. abgewunken. BTR Marco wurde schon abgewunken, eine Runde früher. Ja, Glückwunsch auf jeden Fall. Und hier sehen wir nochmal Mirka. Frag mich zwar, was der Dackel mit der Kuh zu tun hat, aber alles für den Dackel hat er auf jeden Fall gegeben. Auch die Milka Kuh, denke ich mal, auf dem Rennanzug. Hier das Siegerbild für Dackel. Eine Position verbessert, von Platz 2 gestartet. Holt er sich heute hier mit dem konstanten und auch natürlich dann starken Rennen den verdienten ersten Platz auf, ups, das war falsch, auf Brands Hatch. Also, ganz, ganz starke Schlussphase. Sorry, dass wir natürlich nur vorne auf den ganzen Fahrern draufbleiben konnten. Aber da waren die Zweikämpfe. Da war es spannend. Und ihr seht es. Dackel Platz 1. Marpol Platz 2 mit der schnellsten Rennrunde. Hat nicht mehr gereicht. Plattfuß konnte es nicht mehr durchziehen. Aber ganz knapp hinter auch seine schnellste Rennrunde. Da geht es nur ein paar Tausendstel. Aber Marpol hat sie sich geholt. Die Zusatzpunkte. Gilkev auf Platz 4. Auf Platz 4, Frank auf Platz 5, Ramituro auf Platz 6 über die Startziellinie. Jo, danke Elvis und danke natürlich auch an den Toffi. Na, was wollte ich sagen? Ramituro Platz 6, Gringo Platz 7, Frontots wurde 8., Omikron Platz 9, Fredo 10., 11. wurde der Razer und Marco Platz 12. Jo, was wollte ich sagen? Ja, ganz starke Sache heute, das Rennen. Zwischendrin sah es ja mal ein bisschen ruhiger aus und hat so ein bisschen die
Spannung der Saarlandliga, die sonst immer da ist, ein wenig vermissen lassen. Gut, da konnte ich vielleicht ein bisschen mal durchatmen. Aber ihr habt es mitbekommen, die Endphase, das war der absolute Wahnsinn. Ich wusste nicht, wo ich hinschalten sollte. Ja, da wäre es natürlich klasse, wenn irgendwann man doch bei GT7 vielleicht noch 5 Plätze dazu macht. Dann hole ich mir noch 4 Playstations und kann dann, ich sag mal, so ein Multistream machen und auf alle spannenden Szenen gehen. Aber ich denke, es ist ganz gut gelungen, hin und her zu springen zwischen den Fahrern. Wir haben tolle, spannende Szenen mitbekommen. Wir haben Fehler mitbekommen. Also wir haben die Zweikämpfe mitbekommen, die Überholmanöver. Also ganz, ganz starke Sache, was wir heute hier wieder im Rennen gesehen haben. Ja, auf jeden Fall vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. War ein toller Abend, super Sache, auf jeden Fall. Am Dienstag geht's weiter, da haben wir dann wieder die 50% Race Trainings Lobby. Was fahren wir da? Ja, genau, da fahren wir Sardena B. Und ja, wie immer da die 50% Race Trainings Lobby vor dem Mittwoch, also praktisch Dienstag Generalprobe für die Premiere. Am Mittwoch, da findet dann das Rennen statt. Dienstag wird von mir gestreamt und kommentiert und am Mittwoch ist natürlich wieder die Lissi dran. Ganz klare Sache, die konnte heute leider nicht. Hätte mir ein bisschen gefehlt bei dem Reifenchaos, wie immer, aber ich denke mal, ging einem alles einigermaßen gut über die Bühne. Ja, also wie gesagt, Dienstag und Mittwoch auf jeden Fall wieder einschalten. Andere Termine, sorry, da ist die Lissi besser involviert. Weiß ich es leider nicht. Ich weiß nur, dass wir jetzt wieder 3 Wochen warten dürfen, wenn es dann ins 5. Rennen geht bei der Saarlandliga. Und da wird dann ganz sicherlich auch die Lissi wieder mit dabei sein. Ja, also vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns bald wieder hier auf dem Kanal auf Afterwork Motorsport TV. Ich sag mal tschüss, schönen Abend noch. Und wie immer, ja, der Letzte macht's Licht aus. Bis dann. Danke an die Sponsoren der Afterwork Racing League, ohne die die Liga in dieser Form gar nicht möglich wäre. Gran Turismo ist schon hot, aber euch fehlt noch die richtige Würze im Spiel? Dann wendet euch an das Gewürzmalwerk von Marc Neuhaus mit seinen handverlesenen, handgemahlenen, exklusiven Gewürzmischungen. Und zusätzlich zu unseren Hauptsponsoren bedanken wir uns noch bei den weiteren finanziellen Unterstützern der Afterwork Racing League. Auch du möchtest die Afterwork Racing League unterstützen? Dann nimm einfach mit uns Kontakt auf unter www.afterwork-motorsport.de. Sehr schön. Zu dritt nebeneinander, in die erste rechts runter. Jawohl, atmen, atmen, nicht vergessen. Sehr gut. Ging gut. Sehr schön. Wunderbar. Schön gemacht. Marco, jetzt auf P3.